Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Das heißt, hier ist auch dann die Wand von oben. Hier wäre so, hier würde der Gang verlaufen. Hier wäre die Tür. Und hier wäre quasi der große Gang, von dem die ganzen Zimmer abgehen sollen. Den mache ich auch. Ja, vier Felder. Man braucht den nicht so breit machen. Ich möchte aber auch, das ist auch so ein Treffpunkt, irgendwie so ein allgemeiner, finde ich. Da treffen die sich meistens morgens beim Aufstehen, auch mit den Gästen manchmal. Ich mache den auch vier breit. Ihr braucht eine Menge dann zum Heizen, aber wie gesagt, Heizen ist jetzt hier mit den neuen Sachen drin überhaupt kein Problem. Also vier breiter Gang. 3, 4. Hier geht's dann weiter. Das heißt, ich möchte auch, dass die Leute zur Not von oben ganz unten durchgehen, egal was ich hier hinbaue. Das heißt, hier wird ein Gang einfach nur weiter runtergehen. So, Tür. Und hier geht dann der Dreiergang weiter. Wie gesagt, der ist nur als Verbindung gedacht. Für nichts anderes. So. Ist zwar blöd, weil dann haue ich hier gleich Gras weg, was ich eigentlich gar nicht weghauen müsste. Aber es ist trotzdem okay. So, und jetzt kommt das eigentlich wichtige Gebäude, was ich jetzt eigentlich nur bauen will. Mal gucken, ob ich den Rest, werde den Rest erstmal blocken. Weil, so hat man das schon mal, kleiner Tipp übrigens, genau so kann man es halt auch machen. Ihr könnt das so planen, und wenn ihr das blockiert, wird halt nichts gemacht. Das heißt, ihr könnt euch tatsächlich so eine Art Blaupause erstellen, ohne dass was passiert. Von daher eine nützliche Sache. So, ich habe jetzt die, muss ich gucken, bauen wir Strohwand. Und da machen wir tatsächlich die Tür jetzt in die Mitte, so wie hier auch. Weil rechts und links brauche ich Platz. Gehen wir runter und wir dürfen nur 5 runtergehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier ist Ende. Da ich schon weiß, dass es hier oben ja eigentlich quasi der Restbereich ist, soll hier unten eigentlich das dann zu den Feldern gehen. Das heißt, ich brauche hier nicht zwangsläufig eine Tür. Das heißt, da machen wir tatsächlich zu. Und wir haben 1, 2, 3, da kommt die Palette hin. Gut, brauche ich noch nicht mal, kann ich dahin packen. Genau, so bauen wir das jetzt. Das lassen wir auch erstmal offen, die sollen das erstmal schön bauen. Und da packen wir jetzt tatsächlich direkt mal 2 Paletten hin. Lagerung. Die hier. Wo er die jetzt hinpackt, ist eigentlich total egal. Es ist einfach nur wichtig, dass die in dem Raum drin sind. Ich packe jetzt mal eins hier in die Ecke und eins hier in die Ecke. Dann haue ich schon mal die ganzen Steine hier weg. Und ich mache auch direkt dann das Gras hier weg. Dann geht das in einem schneller durch. Gut, ich muss die Steine gleich nochmal auswählen, aber das ist jetzt erstmal das, was wichtig ist. Und jetzt lassen wir mal weiterlaufen. Das sollen die jetzt erstmal fertig machen. Da. So, genau. Das machen wir wieder. Da sollen sie auch bauen. Das ist okay. Ich baue das jetzt nach wie vor in Stroh. Später, wenn das alles Wände aus ja, aus Ziegelstein werden. Nur jetzt erstmal nicht. Ach doch, alle Steine direkt mit weggemacht. Sehr schön. Und dann priorisieren wir mal. Obwohl, ist gar nicht nötig. Wird er wahrscheinlich sowieso jetzt machen. Genau. Kommen schon die Wände.
Stroh ist jetzt nicht unbedingt alles so viel vorhanden, aber gucken wir mal im Inventar nach. Ach, da ist ja übrigens ein Hase. Der wird auch schon. Ach, in der Schlingpflanze, Schlingfalle, nicht Pflanze. Der wird also abgeholt, brauche ich mich nicht drum kümmern. Aber ich guck mal bei den Zutaten. Wir haben 1700 Heu. Das ist schon mal gut. 150 Flachs können wir machen und 375 Hafer. Fangen wir mit dem Hafer an. Auch das wird letztendlich zu Stroh. Dadurch, dass wir bedacht haben, können wir das hier auch weiterbauen, weiter benutzen. Hafer. 350. Sehr schön. Danach machen wir den Flachs. Können wir da direkt nachschieben. Flachshalme, Flachsamen, 150. Und Heu können wir auch noch nachschieben. Ja, über 1000. Aber 500 erst. Dann machen wir 600. Ne, 500 reicht. Noch haben wir Platz im normalen Lager. Wir werden aber nicht drum rumkommen, tatsächlich jetzt auch mal ein entsprechendes Saatgutlager zu machen. Getreidelager. Baumstämme. Ja, können wir bauen. Machen wir mal eben. Bauen wir das mal. Auch ruhig dahin. Da brauchen wir allerdings tatsächlich noch ein paar Säcke für. Bauen wir jetzt zusätzlich. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Selbst die Palette ist schon gebaut. Da packen wir halt auch nur Wasserkrüge drauf. Nur Wasserkrüge, keine leeren. Die Ecke können wir nochmal priorisieren. Und ein Fenster können wir auch einbauen. Damit es da direkt hell drin ist, wenn wir das dann zumachen, was wir jetzt aber noch nicht direkt machen. Jetzt machen wir da hin. So. Also die Winterlandschaft hat einfach was. Ich finde das sehr schön. Es ist schön hell. Und naja, Winterlandschaft sieht man heute als relativ selten. In meiner Jugend sah das noch anders aus. Da hatten wir da bei meinen Großeltern im Sauerland, wo die wohnten, da hatten wir teilweise 2 Meter Schnee, das muss man sich mal überlegen. Und das nicht nur einen Tag, sondern tatsächlich wochenlang. Das war der Wahnsinn. Aber selbst da ist halt mittlerweile kaum noch Schnee. Oder vielleicht mal ein paar kurze Tage. Aber bei weitem halt nicht die Massen von früher. Da musste man teilweise mit den Schneeketten fahren. Heute unvorstellbar. So. Setzen wir hier die Priorität auch mal, also die, dass es eingelagert werden soll, auch noch mal hoch auf 10. Allerdings genauso wie halt hier. Okay. Dann sollen sie jetzt mal hier voll machen. Die Wasserkrüge da reinpacken. Der Minusgrade ist also genau optimal. Hier schütten wir allerdings tatsächlich mal aus. Das wenn, dann sollen die da volle Krüge hinpacken. Läuft noch. Dann priorisieren wir die auch mal. Man könnte das jetzt natürlich auch so machen, wir schmeißen die hier runter, weil die alle voll sind, damit die dann runter getragen werden. Das würde also auch funktionieren. Ne? Den wollten wir, wie gesagt, gar nicht. Priorisieren wir auch direkt mal. Wir sollen jetzt tatsächlich, ist hier jetzt das gewollt, was wir bei dem anderen Lager halt nicht wollen. Die Krüge sollen einfrieren. Deswegen lassen wir das auch noch komplett offen. Sonnenuntergang ist jetzt auch nicht so wild. Jetzt ist momentan, jeder Tag ist jetzt so ein Zusatztag, den man hat, ohne Stress zu haben. Da war, okay, kann verarbeitet werden, kann auch verarbeitet werden. Auch da schon wieder Nachschub gekommen.
ne? Also wir haben jetzt hier schon sehr viel Fleisch. Das kriegen wir gerade noch mal da drauf. Und dann ist das auch quasi schon wieder, ja, durch. Kann man sich tatsächlich mal überlegen, wenn das jetzt schon, das sind jetzt 60, mit denen sind wir wirklich bei 60 Fleisch. Bei 5 sind das schon wieder genug Tage, die wir damit halt rumkriegen. Ja. Also, das passt dann schon. Mit den, was wir noch haben, also wir kommen auch mit den Katzen über den Winter. Also es war jetzt kein Fehler, die zu behalten. Lass mal wieder vorspulen. Das ist halt das Schöne, selbst in der Nacht ist es jetzt halt draußen zumindest schön hell. Wir brauchen jetzt momentan diesen Overlay gar nicht. Weil nachts hier drin ist es ein bisschen beleuchtet durch die Fackel. Tatsächlich leuchtet die jetzt länger oder nicht? Nee, das ist halt der Unterschied. Die ist jetzt aus. Es ist dunkel. Das Lagerfeuer würde weiter brennen. Genauso lange wie der Ofen. Das ist halt schade. Tatsächlich, der Ofen schafft es tatsächlich 18 Grad hier zu halten. Das ist super. Jetzt beim Torfhaus, ja. Haben wir auch noch für, ja, 5,5 Tage. Muss allerdings eben wieder speichern. Wie gesagt, man weiß ja nie. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.